Halli, hallo, hallöchen, liebe Bienenfreundinnen und Freunde. Heute heiße ich euch willkommen zu einem nächsten Video unserer Serie Basiswissen im Karai mit der Geschichte des Auflösens eines Stockes mittels Abkehrens. Unheimlich kompliziert hört sich das an, aber es ist eigentlich super einfach. Ich habe euch ja im Teil- und Behandelvideo Teil 1 schon meine ganzen Beuten gezeigt, die ich dann behandeln muss. Und dabei habe ich euch auch ein drohnenbrütiges Volk gezeigt. Und dieses drohnenbrütige Volk, das muss ich heute abkehren oder möchte ich heute abkehren. Ich kann es auch später abkehren, aber ich möchte heute abkehren, dass es mal gegessen ist. Warum möchte ich es heute abkehren? Ich habe Ameisensäure behandelt, teilweise Oxalsäure behandelt an meinem Stamm, so dass dann praktisch beim Abkehren die Flugbienen und die abgekehrten Ammenbienen, die dann zurück an den Ex-Standort gehen oder fliegen wollen, auf jeden Fall dann sich einbetteln können und gleichzeitig mit Varroa behandelt werden. Nun ein bisschen Theorie zu dieser ganzen Geschichte des Abkehrens. Dieses Abkehren sollte man auf jeden Fall immer so 5 bis 10 Meter weit weg vom Stock machen. Warum auch abkehren? Also drohnenbrütig bedeutet, dass ich eine Arbeiterin da drin habe, die meint, Königin zu sein. Die Arbeiterin, die ist aber nicht befruchtet. Die hat keine befruchteten Eier, die sie dann praktisch machen kann. Unbefruchtete Eier, haben wir ja ein Stück weit schon gelernt, bedeutet Drohnen. So, also die legt wie wild, weil sie meint, Königin zu sein und weil sie meint, das Volk dementsprechend auf jeden Fall aufbauen zu müssen. Aber was macht sie damit? Sie baut das Volk mit Drohnen auf. Und das ist halt blöd. Denn Drohnen, die bringen natürlich nichts. Die fressen sich nur durch und wollen Sex und das war's. Ja. Daher wird dieses Volk den Winter nicht überleben. Aber ich habe einige Bienen drinne, die ich dann auf jeden Fall ganz gut bei den anderen Völkern zur Verstärkung benötige. Das Abkehren nun bedeutet, die Arbeiterin, die meint, Königin zu sein, hat ein dickeres Ovar, also hat dickere eiproduzierende Organe. Es ist also so ein bisschen schwerer als andere. Außerdem lassen sie Wächterbienen, die dann praktisch vor den anderen Beuten stehen, diese drohnenbrütige Arbeiterin eigentlich nicht rein. Und das ist der Grund, warum ich den auf jeden Fall abkehre. Literatur besagt auch, dass ich definitiv eventuell auch die Drohnenbrütigkeit mit einer Einsetzung einer neuen Jungkönigin in den Griff kriege. Ich habe es probiert, ich habe es nicht geschafft. Ich habe eine Jungkönigin gekauft, ich habe die reingesetzt, gekäfigt, die wurde ausgefressen, ein bisschen wurde sie dann festgehalten und dann war es weg. Also ich habe keine Jungkönigin mehr drin gehabt, das heißt, das Volk hat meine Jungkönigin einfach so rausgeschmissen. Klar auch, warum? Was macht das Volk? Das Volk prüft ihre Königinnen. So, da ja jetzt dieses drohnenbrütige Mütterchen, das wir als vermeintliche Arbeitskönigin da drin haben, eine sehr gute Legeleistung macht, im Gegensatz zu der Jungkönigin, die es vielleicht noch lernen muss, betrachtet das Volk dann nebenbei die beiden Brutbilder beider Königinnen, in Anführungszeichen, also meiner Arbeiterkönigin und meiner richtigen Königin, und entscheidet sich natürlich für die, die die größte oder die beste Legeleistung bringt. Und das ist der Grund, warum dann eben meine Jungkönigin rausgeschmissen wurde, weil sie eben wahrscheinlich nicht so gut legen musste oder es erstmal lernen musste, und die alte Hexe, die da drin drohnenbrütig war, die hat es hingekriegt. So, das ist also der Theorie-Background dahinter, warum man abfegt, anstatt dass man eben irgendwie vereinigt, indem man dann auf jeden Fall die Waben in ein Volk reinbringt. Es gibt immer die Gefahr, dass das Volk die Königin prüft und sich immer für die drohnenbrütige Königin, Arbeiterinnenkönigin entscheidet. Und dann habe ich eine super Königin verloren und ein drohnenbrütiges Volk. Gut, so viel dazu. Mehr wollte ich jetzt ja theoretisch nicht sagen. Gehen wir zur Praxis. Das heißt, ich melde mich wieder an. Mädels, hallo, hier ist Daddy. So, dann
wird das Ding auseinandergenommen. Also ihr braucht zum Abkehr natürlich einen Bienenbesen. Dann natürlich das Gerät zu lieben Bienen und natürlich wieder ein Stockmeißel. Und dann wird das Ding einfach auseinandergenommen. Sind auch gar nicht mehr so viele Bienen drin. Ist ja auch klar, warum nicht so viele Bienen drin sind, denn es werden ja Drohnen produziert. Ja, und die Arbeiterinnen, die sind diejenigen, die dann halt hier immer mehr abnehmen und es werden immer mehr Drohnen. Ja? So, dann wird einfach mal ein bisschen reingeraucht. Und jetzt nehme ich jede einzelne Wabe raus, fege sie ab in kurzen Stüben und lasse dann die Bienen abfliegen. Die ist schon leer, da ist keine Biene mehr drin. Waben lege ich erstmal beiseite. Und natürlich fege ich in die Richtung ab, wo meine anderen Stöcke stehen. Ja, das ist natürlich wichtig. Sind echt nicht mehr viele Bienen drin. Also ich brauche gar nicht mehr so groß abkehren eigentlich. Hier ist noch eine. Beim Abfegen müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn dann immer noch Bienen halber in der Wabe oder in der Zelle stecken. Dann mal ein bisschen aufs Ärschle klopfen, dass die merkt, oh, da ist was falsch, weil wenn ihr einmal drüber geht, dann macht ihr Guillotine. Das heißt, ihr reißt die Arbeiterin dann in zwei Stücke auseinander. Und die in den anderen Videos schon gesagt, ich brauche jede Arbeiterin. Ach übrigens, warum mache ich das heute am Mittag? Am Mittag sind die meisten Flugbienen draußen. Das heißt also, ich habe ungefähr die Hälfte vom Stock, den ich jetzt dementsprechend hier habe, draußen unterwegs. Die versuchen dann natürlich wieder zum Stock zurückzukommen und sehen da, oh, Stock ist nicht mehr da, und die versuchen sich dann einzubetteln bei den anderen Bienen. Deswegen auch die Rauchstöße, das heißt, die Bienen jetzt füllen ihre ganzen Honigmägen mit Honig, so dass sie dann, wenn sie im Einbetteln sind, auf jeden Fall dann auch reingelassen werden, weil sie bringen ja Nektar mit oder Honig in dem Fall auch. Ja. So, wir sehen hier sehr viele, ich zeige es jetzt mal direkt, ich komme auf euch zu. Das hier, das sind solche Buckel. Und diese Buckel, das sind Drohnenzellen. Die Drohnenzellen, seht ihr, ich habe überhaupt keine Arbeiterinnenzellen hier. Nirgends. Nur Drohnen. Ja? Also nicht mal mehr Arbeiterinnen können produziert werden. Die Drohnenwaben, die werden auf jeden Fall in den Backschmelzer eingeschmolzen. Drohnen brauche ich nicht. Doch, für Teilen und Behandeln brauche ich noch Drohnen, aber naja, nicht so schlimm. So. Ja, ich zeige euch gleich nochmal ein Phänomen, aber jetzt kehre ich erstmal ab. So, einmal mit kurzen Stößen abgekehrt. Zack, zack, zack. Wenn einzelne Bienen drauf sind, egal. Es wird jetzt ein bisschen Flugmöglichkeiten geben. So, ich zeige euch mal was ganz Cooles. Wenn ihr hier seht, die Zelle, die da. Und ich zeige es euch mit dem Stockmeißel. Die hier, die Zelle. Die sieht so langgezogen aus. So richtig langgezogen. Das heißt, die Mädels haben versucht, aus einem Drohnenei eine Königin zu ziehen. Ja? Und es funktioniert nicht. Komplett drohnenbrütig, das Ding. Also gar nicht in Ordnung. So, ich reiße es weiter auseinander. Schmeiße es einfach auf den Haufen. Feg ab. Nehmt die in die Behausung. Die fliegen dann hoffentlich gern weitere Stöcke. Sind eigentlich nur noch Armbienen drauf. Von Schlicks. Beim Abkehren, ja, ich zeige euch auch noch mal was hier. Ja. Guckt euch mal das Verhältnis an zwischen Arbeiterinnen und Drohnen. Auch noch kleine Drohnen. Also Katastrophe ist ja hier voll. So, einmal abkehren.
Mittelwände halb bebrüht, die werden auch eingeschmolzen. Selbst Mittelwände, die jetzt noch nicht berührt sind, die werden nicht mehr eingeschmolzen. So, wichtig ist jetzt auch noch, die ganze Beute auseinanderzunehmen. Ich fege die ja komplett raus, weil die sollen definitiv ihr Haus jetzt verlassen und sich versuchen, bei den anderen einzubetteln. Es ist definitiv noch so, dass auf diesem Haus, auf der Beute und dem Boden, beziehungsweise auf dem Magazin und dem Boden und eben auch ein Stück weit auf dem Plastik, der Stockduft noch vorhanden ist. Das heißt, die Fliegen werden sicherlich versuchen, da irgendwie reinzukommen. Deswegen baue ich das auch nicht wieder zusammen, sondern ich lasse es einfach offen unten stehen, dass sie merken, okay, das Ding ist abgebaut. Selbst im Boden sind noch ein bisschen Bienen. Das heißt, wir haben hier auch definitiv Räuberei gehabt. Wir haben halbe Laibe, wir haben Wespen drin. Also so sieht man Räuberei. Das zeige ich euch auch nochmal. Also hier sind verschiedene, ihr seht, so auseinandergerissene Bienen und ein paar Flügelteile und sowas. Das zeigt eigentlich Räuberei an. Der Wust wird auch noch abgekehrt. So, das war's. Packen wir das ganze Zeug. Die Beute, wie gesagt, die wird nicht zusammengebaut, sondern die Beute bleibt einfach so bestehen. Und ansonsten geht es jetzt einfach gen Heimat. So, das war jetzt dementsprechend auf jeden Fall das Abkehren und die Theorie dahinter und warum man abkehren tut. Ich wünsche euch einen schönen Tag und der Musmusmann, der verabschiedet sich. Ciao, bis zum nächsten Video.